Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute werden wir einmal darüber sprechen, warum Emotionalität oder ich sag mal generell Emotionen im Vertrieb gar nicht so gut sind, wie du vielleicht im ersten Moment denkst und wie du da auch entsprechend an dir arbeiten kannst und Lösungen finden kannst. Viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Wie gerade schon ganz kurz erwähnt, werden wir heute über das Thema Emotionen sprechen, vor allem Emotionen im Vertrieb. Oft ist ja, sag ich mal so, die Grundaussage, ja, Emotionen sind wichtig, man soll emotional verkaufen. Das stimmt mit Sicherheit auch bis zu einem gewissen Grad. Also gerade in Punkten wie Empathie oder Verständnis einfach, was man zeigen muss im Vertrieb, ist das mit Sicherheit richtig. Mir geht es jetzt aber auch eher um eine andere Sache. Und zwar musst du selber gucken, okay, wie bist du aktuell emotional drauf und was hat das für einen Einfluss auf deinen Vertrieb? Also ich gebe dir vielleicht mal ein kleines Beispiel. Ich spreche ja jeden Tag mit unseren Partnern, also wirklich bis zu 20 Termine jeden Tag, die ich mit unseren Partnern führe. Also wie du sicherlich gerade auch mitbekommst, sind es gerade etwas unsichere Zeiten. Ja, das heißt, wir leben in Zeiten von Inflation, wir haben Preissteigerungen, du hast vielleicht auch Lieferschwierigkeiten im Sinne von Lieferzeiten werden nicht mehr eingehalten. Das heißt, es kann vielleicht sein, dass der Alltag jetzt von dem, ich sag mal, durchschnittlichen Fachhändler oder Handwerker stressiger ist als noch vor ein oder zwei Jahren. So, das ist auch völlig normal, das geht, wie gesagt, gerade fast jedem so. Nur das Problem ist eben, dass du mit so einer emotionalen Welt, nenne ich es jetzt einfach mal, im besten Falle nicht in den Vertrieb startest oder nicht in den Vertrieb gehen solltest. Warum? Weil so eine Gefühlslage relativ schnell mal überschwappen kann. So, das äußert sich dann meistens darin, dass du zum Beispiel sagst, und das Feedback bekomme ich leider relativ häufig von unseren Partnern, dass gewisse Anfragen nicht mehr angerufen werden. Einfach, weil man in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen damit gemacht hat. Egal, woran das jetzt liegt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich habe hier ein schlechtes Verkaufsgespräch geführt mit einer Person aus der Stadt XY, ich rufe jetzt alle Leute von da nicht mehr an. Ist jetzt ein banales Beispiel, aber du weißt, glaube ich, in welche Richtung ich damit möchte. Dann ist das letzten Endes eine falsche Emotion, die du damit verknüpfst und damit beraubst du dir letzten Endes selber ganz, ganz viele Chancen in der Zukunft. So, eine zweite Sache, die ganz, ganz wichtig ist bei dem Thema, du kannst durch Emotionen irgendwann nicht mehr vernünftig handeln. Ja, das heißt, wenn du jetzt merkst, okay, das Gespräch entwickelt sich irgendwie in eine Richtung, wie es dich emotional irgendwie auffühlt, dann wirst du nicht mehr vernünftig handeln. Das heißt, du wirst falsche Sätze sagen, die den Kunden letzten Endes zu einer falschen Aussage bringen, die du nicht möchtest, aber die du unterbewusst irgendwo hervorgerufen hast. Das heißt, das Ganze ist ein Problem. Und wir wollen hier nicht nur über Probleme sprechen, das weißt du mit Sicherheit durch die Videos, die du schon mal hier geschaut hast. Ich will dir auch Lösungen mit an die Hand geben, wie kannst du das Ganze umgehen. Die erste Lösung ist relativ simpel. Lass andere Personen anrufen. Ja, auch wenn du vielleicht ein kleineres Unternehmen bist, mit 3 bis 4 Mitarbeitern, gibt es mit Sicherheit Leute in deinem Unternehmen, die sind vielleicht in dem ganzen Thema nicht so emotional involviert wie du aktuell. Das heißt, lass die Leute vielleicht den ersten Kontakt machen, lass sie anrufen und sorg einfach dafür, dass du im nächsten Schritt mit den Leuten sprichst, wo du weißt, okay, da habe ich diese Probleme vielleicht nicht oder nur weniger, ganz, ganz simpel gesagt. Der zweite Tipp, und das hast du hier auf dem Kanal mit Sicherheit schon das ein oder andere Mal gehört, ist, schaff Prozesse. Letzten Endes, wenn wir ganz ehrlich sind, diese ganzen, ich nenne es jetzt mal emotionalen Probleme, entstehen ja nur, weil es keine vernünftigen Prozesse gibt. Ja? Das heißt, in einem vernünftigen Unternehmen, wenn alles richtig läuft, wie wir das auch mit unseren Partnern letzten Endes durchgehen, ist es fast egal oder eigentlich schon relativ egal, wen ich jetzt an das Telefon lasse. Das Gespräch wird immer mehr oder weniger gleich ablaufen, egal ob diese Person gerade entspannt ist, emotional aufgewühlt ist, egal ob das diese Person ist, Person A, B oder C. Woran liegt das? Jeder unserer Partner bekommt von uns zum Beispiel Skripte, um das einfach vorwegzunehmen. Ja, das heißt, ein Gespräch soll immer nach dem gleichen Stil ablaufen. Dadurch nimmst du natürlich auch wieder ein bisschen oder einen großen Teil der Emotionen einfach raus letzten Endes. Der dritte Teil, das ist wahrscheinlich auch der wichtigste Teil für dich in deiner unternehmerischen Laufbahn, fang einfach an dir zu arbeiten. Also letzten Endes ist es so, wir reden auch über das Thema Professionalität. Ja, du musst dir immer eine Sache vor Augen führen. Die Person, mit der du jetzt sprichst, am anderen Ende vom Hörer, du wirst emotional keinen Einfluss nehmen auf die. Das heißt, du darfst auch nicht zulassen, dass diese Person letzten Endes Einfluss nimmt auf deine emotionale Welt. Das ist eigentlich ganz simpel. So, das heißt, wenn du jetzt vielleicht gerade einen stressigen Alltag hast und du versuchst, das Thema Vertrieb gerade irgendwo dazwischen zu schieben, du hast viele blöde Situationen, ja, ein Lieferant hat zu spät geliefert, ein Kunde fängt an, deswegen zu meckern, ist alles völlig normal. Aber sei ganz, ganz ehrlich mit dir, geh ehrlich mit dir ins Gericht und wenn du die Neukunden anrufst, die Interessenten, die vielleicht noch nie was von dir gehört haben, die sind ja auch unbefangen dir gegenüber, dann leg diese Themen einfach ab. Das ist ganz, ganz simpel oder ich sag mal, es leichter gesagt als getan. Man muss damit halt natürlich arbeiten, aber meiner Meinung nach schaffst du es halt in erster Linie, wenn du über Bewusstsein gehst, wenn du dir bewusst bist, okay, ich bin jetzt vielleicht gerade emotional aufgewühlt, ich versuche das jetzt mal aktiv abzulegen und dann wirst du merken, wirst du damit immer besser. So, und du wirst auch relativ schnell merken, wenn du die Emotionalität aus deinem Vertrieb rauslässt, dann hast du einfach mehr Erfolg, ja, weil du hast auf einmal nüchternere Entscheidungen,
ja, du weißt, du kriegst auch ehrlichere Antworten zurück letzten Endes von den Kunden und du kommst einfach schneller voran. Für dich ist das Ganze ein bisschen stressfreier und für den Kunden am Ende des Tages irgendwo auch. Also Punkt Nummer eins, wie gesagt, fang erstmal an, ehrlich mit dir ins Gericht zu gehen. Warst du vielleicht schon mal in irgendwelchen Situationen zu emotional? Hast das Ganze vielleicht ein bisschen zu sehr an dich rangelassen? Hast es vielleicht zum Teil auch in den Erstgesprächen oder in den Zweitgesprächen dann eben rausscheinen lassen? Das ist mal der erste Punkt, wenn du das erkannt hast, denn nimm dir einen der drei Lösungsansätze, die ich dir gegeben habe, am besten natürlich alle drei oder fang mit dem dritten an, arbeite an dir selbst und dann wirst du merken, kommst du da relativ fix voran und wenn du dabei Hilfe brauchst, komm jederzeit auf uns zu. Wie gesagt, wir unterstützen über 600 Partner dabei, jeden Tag, das heißt, wir können dir damit sicher auch weiterhelfen. Ansonsten abonniere den Kanal, schau die Videos weiter und bis zum nächsten Mal.